Wie glücklich macht Arbeit eigentlich? Und ist es sinnvoll zu erwarten, dass Arbeit uns glücklich macht? Genau darüber sprechen wir heute in diesem Video. Hi, ich bin Jada und im Zuge meiner Personalarbeit bei Absa Test Engineering fällt mir in der letzten Zeit vermehrt eine Sache auf. Insbesondere junge Menschen zwischen 20 und 30 wechseln häufig ihre Jobs. Warum das so ist, dafür gibt es natürlich vielerlei Gründe. Einer davon ist, sie finden ihre Arbeit lediglich okay und haben nicht das Gefühl, dass ihre Arbeit sie wirklich erfüllt. Aus diesem Grund stellt sich für uns die Frage, wie glücklich macht Arbeit eigentlich und ist es sinnvoll zu erwarten, dass Arbeit uns glücklich macht? Bevor es losgeht, nochmal mein Appell an dich. Zu einem modernen Softwareentwicklungsunternehmen gehört eben auch ein moderner Führungsstil. Deswegen laden wir neben unseren Hauptthemen zur Testautomatisierung und dem Testmanagement auch regelmäßig Content zu Positiv Leadership hoch. Wenn dich diese Art von Content interessiert und du auch in Zukunft keins der Videos verpassen möchtest, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und sei beim nächsten Mal wieder mit dabei. In einer Welt, die sich so schnell dreht wie unsere, bekommt man doch schnell mal das Gefühl, auch etwas zu verpassen. Kombiniert man dieses Gefühl dann noch mit Leitsprüchen wie »Mach nur noch das, was dich erfüllt, deine Arbeit muss dich glücklich machen, finde Erfüllung in deinem Job«, so kann die Suche nach einer glücklichen Arbeit auch schnell mal deprimierend werden. Insbesondere dann, wenn wir uns nur noch auf das fokussieren, was wir haben wollen und vermeintlich nicht haben. Ähnlich wie ein Esel, der ewig seiner Karotte hinterherläuft. Vielleicht findest du dich in diesen Worten gerade wieder oder du bist Führungskraft und hast dieses Verhalten schon bei deinem Team oder auch bei Kollegen beobachtet. Aber wie macht uns denn Arbeit nun glücklich? Ich habe drei Punkte vorbereitet, die ich jetzt gerne mit dir besprechen möchte. Punkt Nummer 1. Eine gute Sache können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, denn Studien besagen, dass Arbeit zu haben auf jeden Fall glücklicher macht, als gar nicht zu arbeiten. Und da ist es auch unabhängig davon, welcher Tätigkeit wir nachgehen. Also überhaupt einen Job auszuüben, macht uns glücklich. Punkt Nummer 2. Das Gehalt. Zu wissen, dass du dir etwas leisten kannst und dir Wünsche erfüllen kannst, gibt schon mal ein gutes Gefühl. Insbesondere, wenn man einen Arbeitsplatz hat, in dem man ein sicheres Gehalt mit Perspektiven bezieht, wirkt das sehr erleichternd auf die Psyche und gibt ein sicheres Gefühl. Punkt Nummer 3. Verstehe deine Hintergründe. Dazu musst du dir selbst etwas näher auf den Grund gehen. Damit dir das besser gelingt, habe ich drei Fragen für dich vorbereitet. Die Frage Nummer 1 ist, verspürst du auch privat eine Unzufriedenheit oder bezieht es sich wirklich nur auf die Arbeit? Denn alleine ein Job, der uns glücklich macht, reicht für ein wirklich zufriedenes Leben insgesamt nicht aus. Und da ist es einfach hilfreich, so ein bisschen zu verstehen, von wo die Unzufriedenheit wirklich rührt. Kommt sie aus dem Privatleben oder kommt sie doch eher aus dem Berufsleben? Frage Nummer 2. Was an deinem Job macht dir Spaß? Was treibt dich so richtig an und sorgt dafür, dass du Lust hast, dran zu bleiben, von dir aus, ohne dass dich irgendjemand von außen dazu motivieren muss? Frage Nummer 3. Welche Gründe gab es für deinen letzten oder die letzten Arbeitswechsel? Geh der Sache auf den Grund. Gab es vielleicht einen Konflikt im Projekt, was dir unangenehme Gefühle bereitet hat? Oder hast du dich unter- oder überfordert gefühlt? Hätte man das vielleicht mit Kommunikation lösen können, indem man einfach mal darüber spricht? Finde einfach für dich heraus, warum du in den letzten Malen oder das letzte Mal deinen Job gewechselt hast. Mit dieser Art von Fragen beschäftige ich mich sehr intensiv schon seit langer Zeit. Und dazu gibt es auch ein paar Videos von mir. Die verlinke ich dir gerne unten in der Videobeschreibung. Also wenn du diesem Thema mehr auf den Grund gehen möchtest, dann schau dir gerne die Videos an. Also, halten wir bis hierhin schon mal fest. Zu arbeiten macht uns auf jeden Fall schon mal glücklicher, als würden wir nicht arbeiten. Das hat zum einen den Hintergrund, dass wir Struktur in unseren Alltag bekommen und zum anderen auch das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Oder sogar etwas Sinnvolles zu tun. Fakt ist aber auch, dass einfach nur darauf zu hoffen, dass der nächste Job so richtig super wird und uns glücklich macht, leider nichts bringt. Wir alle können etwas dafür tun, als Arbeitnehmer sowie als Unternehmen. Wenn jeder einen Beitrag dazu leistet, dann kann es wirklich funktionieren. Wir bei Absa Test Engineering glauben zum Beispiel daran, dass die Arbeit den Menschen erfüllen sollte und könnte. Flexibilität und Raum für Entwicklung stehen dafür bei uns an vorderster Front. Wir schaffen Platz für Träume, sorgen für Perspektiven und das Ganze in einem wertschätzenden Umfeld. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du aus diesem Video einen Mehrwert ziehen konntest. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.